Herzlich willkommen bei CSR Automotive. Wir sind hier am Golf 6 Tuning Projekt, natürlich voll im Gange. Und es geht jetzt weiter mit den Seitenschweller. Wie ich die montiere, zeige ich euch nach dem Intro. Hier am Golf 6R haben wir natürlich das typische Beispiel, dass wir schon werkseitig Schwellerverblendungen montiert haben. Die müssen für unsere TCR-Look-Seitenschweller natürlich runter. Habt ihr ein Basismodell, habt ihr euch schon mal die Arbeit gespart mit der Demontage, dann ist es bedeutend schneller. Aber auch zum Beispiel der GTI hat Schwellerbällen, die müssen immer runter, ganz, ganz wichtig. Ist aber kein großes Hexewerk, denn wir haben hier bloß ein paar Schrauben und das Ganze ist dann verklebt. Dann fangen wir an, hier die erste Schraube zu lösen. Die brauchen wir zum Schluss noch hier vorne am Kotflügel. Und dann geht es am Unterboden weiter. Dann haben wir hier runter die nächsten zwei. Und einmal ganz hinten noch eine. Und dann geht es vorne weiter. Jetzt haben wir hier oben einen Klebestreifen dran. Da können wir jetzt den Seitenschweller einfach abziehen. Vorteilhaft, wenn das Klebeband schon ein paar Tage alt ist, lässt es sich schön einfach lösen. Und schon haben wir den Schweller demontiert. Mal einmal hier abstellen. Und jetzt seht ihr hier noch diese Halteschiene. Die muss auch einmal weg. Die ist hier neben auch mit Schrauben befestigt. Und auch die können wir einfach abschrauben. Das ist jetzt hier eine 5,5er Nuss. Und auch die müssen komplett raus. Nachdem das alles jetzt weg ist, können wir einmal eine Bestandsaufnahme machen, wie auch der Schweller im unteren Bereich aussieht. Eventuell findet ihr jetzt hier irgendwo einen Korrosionsherd. Macht natürlich Sinn, den jetzt vorher zu beseitigen, damit das Ganze nicht sich weiterentwickeln kann. Aber zunächst gehen wir jetzt mal mit dem blanken Wasser drauf und tun mal den ganzen Dreck und Schmutz, der darunter liegt, komplett entfernen. Hier könnt ihr jetzt noch mal ganz gut die Klebereste entfernen, die sich einmal hier am Schweller entlang noch hinterlassen haben. Dafür nehme ich jetzt einen Folienradierer. Mit diesem Radierer, der aus Gummi ist, könnt ihr jetzt diese Kleberückstände und auch Klebebandrückstände, Folienrückstände, falls das Fahrzeug irgendwie da teilweise foliert war oder so, super einfach damit entfernen. Allerdings ein bisschen aufpassen. Das Ding erzeugt eine Ultrawärme und da könnt ihr auch einen Lack verbrennen. Das heißt, wenn ihr da nicht so ganz geübt seid, nehmt vielleicht einen handelsüblichen Klebereste-Entferner, was man aufsprühen kann. Jetzt haben wir mal den Großteil schon entfernt. Jetzt gehe ich nochmal mit einem Silikonentferner drüber. Habe ich als Lackierer halt immer zur Hand. Falls ihr das nicht habt, könnt ihr euch das im Baumarkt besorgen. Oder ihr könnt auch eine leichte Verdünnung nehmen. Aber mit Verdünnung immer Vorsicht. Ihr wisst nicht, eventuell vom Vorbesitzer ist hier irgendwas lackiert worden. Das kann halt passieren, dass es dann den Lack anlöst. Deswegen Silikonentferner hier nehmen. Und dann könnt ihr diese Klebereste super entfernen. Alternativ Klebereste-Entferner, wo ihr auch im Baumarkt kriegt. Muss nicht unbedingt der Silikonentferner sein. Ihr könnt jetzt hier nochmal genau diese Rückstände sehen, die sich auf dem Lack befinden. Und dann einfach mit dem Silikonentferner oder Klebereste-Entferner abreiben und schon ist es weg. Und ihr habt hier einen perfekten Untergrund, der später eine optimale Haftung für unser Klebeband bietet.
jetzt behandeln wir die Löcher. Jetzt haben wir mehrere Möglichkeiten. Wir können die natürlich mit einem Karosseriekleber verschließen. Allerdings, wenn ihr das Ganze mal irgendwann zurückrüsten möchtet, habt ihr halt das Problem, dass der Kleber vollkommen drin hängt. Und dann müsst ihr das Ganze wieder nachbohren, nachschneiden und so weiter. Ich nehme einfach handelsübliches Panzertape, weil das hat eine sehr gute Klebekraft und dichte somit diese Löcher ab, damit hier später keine Feuchtigkeit reinkommen kann. Nachdem ich jetzt alles vorbereitet habe, können wir uns den TCR-Lux-Seitenschweller nehmen und einmal Probe halten. Natürlich auch hier jetzt zunächst wieder die Passgenauigkeit kontrollieren. Den Seitenschweller setze ich jetzt an. Wichtig ist, dass die Kante vom Seitenschweller auf der Kante von der Abdichtnaht bzw. vom Unterbodenschutz angelegt wird. Wenn ihr jetzt auch hier alleine seid, nehmt euch ein Stück Tape, um das Ganze zu fixieren. Und arbeitet euch so nach vorne durch. Und dann auch hier vorne wieder einmal ansetzen. Stellen wir fest, das passt gut, super. Ihr könnt euch entscheiden, ob ihr hier die Rathausschale davor oder dahinter setzt. Das ist eigentlich lang wie breit, ehrlich gesagt. Ist beides möglich. Und somit haben wir hier die beste Passform. Was uns natürlich auch auszeichnet hier, die Einzigartigkeit, dass wir wirklich den Schweller einmal komplett in der Kontur annehmen und somit auch die Montage mit unserem 3M-Klebeband realisieren konnte und das Ganze sogar auch in der ABE hinterlegt ist. Also leichter kann man einen Seitenschweller nicht montieren und Passgenauigkeit ist halt auch legendär. Alles klar, dann können wir das Ganze nochmal vorbereiten für die endgültige Montage. Für die Montage hier ein guter Tipp für euch. Ihr könnt das Schutzband einmal leicht abziehen. Und dann nehmt ihr euch ein Stück Klebeband und verlängert das Ganze hier etwas. Dann könnt ihr das nämlich schön sauber abziehen gleich. Auch hier wichtig, unten und oben gegenkleben, damit es euch später nicht abhaut. So. Und dann geht's am Auto weiter. Und dann hier auch gleich schon mit Druck arbeite. Und dann immer die untere Linie zuerst ziehe und die obere hinterher. Und das Ganze immer Stück für Stück andrücken. Und so könnt ihr euch dann problemlos nach hinten durcharbeiten. Und im Anschluss natürlich auch hier wieder die Schutzfolie abziehen. Und um dem Farbkonzept treu zu bleiben, haben wir uns auch hier für den Hochglanzschwarz wieder entschieden. Und wir sind fertig. Also habt ihr schon mal so schnell einen Seitenschweller montiert? Das ist doch der Wahnsinn, oder? Ich finde, das passt super. Ich mache noch die letzte Schraube hier im Rathaus rein. Dann mache ich schnell die andere Seite und dann schauen wir uns das Ganze noch mal zum Schluss an. Im Handumdrehen habe ich jetzt auch die andere Seite montiert. Ich finde es von der Optik natürlich auch immer wieder gelungen. Gerade die TCR-Lux-Schweller passen wie die Faust aufs Auge. Natürlich auch erhältlich für alle anderen VW-Fahrzeuge. Wir haben den Golf 5 zum Beispiel dabei, der Golf 7 ganz klar oder auch Polo. Seat sind einige Fahrzeuge vertreten, also schaut doch mal bei uns im Shop vorbei, ob auch der passende Schweller für euch am Start ist. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, ist Liken, Teilen und Abonnieren natürlich gerne erlaubt und bleibt am Ball. Im nächsten Video widmen wir uns der Heckpartie. In diesem Sinne macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.